Hallo. Servus. Sind wir auch endlich los und jetzt haben wir. Ich sag immer Servus, dabei komme ich gar nicht aus Bayern. Er knapp dann eben auch vorbei, du so. Ja. Okay, sag ich als nächstes Moin Moin. Moin Moin. Das ist auch nicht viel näher. Aber deutlich kühler. Das ist wohl wahr. Wir sind hier im Raum der Schlümpfe und versuchen Ganze. Irgendein Diadem zu bekommen, um Voldemort endlich in den Arsch treten zu können. Ja. Achso, das ist zu dick für die Röhre. Oh wow. Herzlich willkommen zu unserem Brenn and Run. Ich fand die Szene im Film echt cool, bin ich ehrlich. Ja. Aber allgemein, ich mag den 8. Teil auch echt gern. 7.2. Den 8. Film mag ich echt gerne. Das wäre richtig. Ja. Ham, ham, ham. Och man, blödes Feuer. Okay, ich zauber, du gehst rüber. Ah, ne. Jetzt darfst du zaubern und ich gehe rüber. Hab gezaubert. Ich muss keine eigene Treppe bauen. Oh. Ich hab kurz Angst. Ein Löwe. Löwe. Du darfst mit Ron darüber springen. Danke. Was soll ich raus? Feuerwerk. Klar. Ist ja noch nicht genug Feuer hier. So kann man sich natürlich auch das erkämpfen. Das nennt man Teamwork. Oder so. Ich will einfach beide immer dieses rote Ausschneiden machen wollen, weil es so satisfying ist. Ja. Ey. Bumm. Ah, House of the Dragon. Die ist ja jetzt auch schon 7 Jahre dort. Hermine hat gelernt, Besen zu fliegen. Hermine gewinnt. Ah, Harry, hier ist irgendwas für dich. Hier kannst du Farbe. Nein, kann man nicht. Nein, das spielt man ab, ne? Ja, du kannst schon weitergehen. Thank you.
einen Hubschrauber losgesendet. Ein Hubschrauber. Ron, du stehst im Weg. Du brauchst hier keine Dusche. Ja, der ist wirklich ein wenig schwer. Ja, Zauber halten. Nein. Besen weg. Nee, hat sein Besen ganz gut getragen. Ja. Ach, Besen. Ja, komm mal rüber, weil ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ah, okay. Harry kann Helikopter fliegen. Ja, perfekt. Dann haben wir den Raum der Wünsche auch abbrennen lassen. Ja. Wobei wir löschen die gerade also. Oh. Gut, wir haben's. Ja, schade. Ja, einer hat es nicht geschafft. Da waren es nur noch 5. Und wir haben die 100 goldenen Steine hoffentlich geschafft. Und 10 Millionen. Und jetzt geht's erstmal kurz rüber ins in den tropfenden Kessel, den Multiplikator. Ja, wieder zurück. Ja. Applaus für 100 goldenen Steinen. 50% erledigt. Ja. So sieht das jetzt auch den Mentoren spawnen. Ja, diese coolen Todesser. Charaktere kaufen? Ja, warum nicht? Okay. Haben ja 10 Millionen, das sollte reichen. Aber wobei, wie teuer ist der 8x8er? Ich weiß es nicht. Wir holen uns erst den mal 8er. Zahl mal 8. Da war noch was man sich kaufen kann. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal die Punktzahl mal 8 an. Oh, wir haben den Punktzahl mal Dings noch gar nicht. You know what I mean. Lass uns mal eben noch die Charaktere kaufen. Wie viel hatten der jetzt gekostet? 1 Million. Oh, wow. Ja. Warum? Sehr günstig. Kaufen hätte man auch echt noch besser machen können. Ja, das stimmt. Weißt du noch irgendjemanden? Ich glaube, das war's. Ah, doch. Ja, passt, oder? Würde ich sagen. Passt. Mal 64. Wow, krass, wirklich krass. Die Geisterstadt sind jetzt ja auch richtig viel wert. Für 64.000 ein Geisterstadt.
Die waren ja immer schon viel wert. Ja, die sind jetzt noch viel mehr wert. Alles hat mal eben das Achtfache am Wert bekommen. Inflation. Hier fehlen uns noch 4 Charaktere. Ja. Als ob man da nicht rüberspringen kann. Wollen wir hier mal kurz nach dem letzten Charakter? Da ist er! Kellnerin Bahnhofscafé. Wow. Damit haben wir das erste Gebiet zu 100% komplettiert. Juhu! Ich glaube, das ist glaube ich nicht mal das erste Gebiet zu 100%. Sicher? Ich glaube, es könnte sein, dass wir auch schon anderes zu 100% haben, aber ich weiß es nicht. Einfach durch wildes Rumballern. So gehört sich das doch in einem Lego Harry Potter Spiel. Oder generell in einem Lego Spiel. Wir sehen uns actually gleich wieder. Es sei denn, wir finden noch was zum Komplettieren auf dem Weg. Guck mal, das Lied habe ich auch schon fertig. Komplett? Ja. Haben wir bald einfach nichts mehr zu tun. Nochmal eben kurz alle Level spielen. Ja gut, ein bisschen was müssen wir hochwart schon noch machen. Ja. Yeah. Hier zum Beispiel. Nein, wir sind falsch gegangen. Du bist falsch gegangen, Dodo. Ach so, wir wären von andersrum gekommen. Ja. Trotzdem sehr verwirrend. Weirde Ladezone. Ich glaube, das Tor geht nicht auf. Wir sind schon wahrer Zauberer. Steine mal 64. Also wenn wir hier nicht wahrer Zauberer wären, dann würde es mich auch gut machen. Ja. Aber ich meine, wir haben uns nicht mal bewegt. Das liegt allein am Stat-Magnet. Ja. Du stehst dir selber im Weg. Danke. Das ist, glaube ich, nicht das erste Mal. Das Tor war noch gar nicht offen. Das Tor geht auch gefühlt nicht offen. Ja, dafür haben wir doch gerade die Kette gedrückt. Oh lol, hier unten und so. Brüllaffe. Aber cool, da hinten ist ein Korridor. Oh, bist du laut. Ja, ich komme. Danach wieder aufzubauen. Müsste doch eigentlich echt schnell gegangen sein. Einmal überall Reparo drauf. Ja. Ey. Einmal Reparo drauf. Da kommt sich hier schon so
ein bisschen vor wie im Mittelalter, bin ich ehrlich. Ja, okay, ich spiele aber auch gefühlt im Mittelalter. Ich glaube, wir müssen erst alle. Ja, wir müssen erst alle besiegen. Gut. Yes! Immerhin ist er weich gelassen. Dann wollen wir die Folge beenden. Ja, wir können langsam die Folge beenden. Du darfst bloß nicht vergessen, wir hatten einiges am Weg, den wir rausschneiden müssen. Zur Winkelgasse hin, zurück. Und so. Nee, ich glaube, wir können die Folge auch beenden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.